Ich habe gerade 4 Stunden damit verbracht, die Katze zu begraben. 4 Stunden, um eine Katze zu begraben? Ja, sie wollte einfach nicht stillhalten. Ach, die war doch gar nicht stillhalten. Nein, aber es ging überhaupt nicht gut, wissen Sie. Und da wir ja jetzt 4 Tage nach Lüneburg fahren, dachte ich, es wäre besser, sie jetzt zu begraben. Das ist ja einfach nur für der sicheren Seite zu sein. Ja, nee, dann haben Sie schon recht, dann tun Sie lieber jetzt. Ja. Wir müssen übrigens unseren Wellensittich einschläfern lassen. Ach, wirklich? Mhm. Ist er alt? Nee, den mögen wir noch nicht. Ja, das bringen wir morgen zum Tierarzt. Sagen Sie, wie schläfert man denn Wellensittich überhaupt ein? Das ist witzig, dass Sie mich das fragen. Ich habe nämlich gerade gestern ein richtig dickes, großes Buch über das Einschläfern von Wellensittichen gelesen und anscheinend kann man sie entweder mit dem Buch erschlagen oder sie erschießen. Und zwar genau da. Also so hier über dem Schnabel. Ach, genau da? Ja. Da sagen Sie ja was. Aber hat Frau Müller nicht eher letzte Woche einfach die Toilette runtergespült? Nein! Du hast Lust auf knackige Erdbeeren? Dann komm rein und bring die Sahne mit. Ich erfülle deine Wünsche. Besuch mich im Chat und lass dich überraschen. Two things. Radio, go step forward. Forward, forward, forward. No, let me sink a shot. I'm like, hey guys. Radio, go step forward. Forward, forward, forward. You know what? Let me sink a shot. I'm like, hey guys.